Hi Andre hier für tabletblog.de. Ich habe mir soeben das Acer Iconia A1 geholt, das in Deutschland nun für 189 Euro erhältlich ist. Es ist ein 7,9 Zoll Tablet, das vor gut einem Monat in New York auf einer Pressekonferenz angekündigt wurde. Und in diesem Video wollen wir das Acer Iconia A1 natürlich auspacken. Erstmal die Verpackung sieht ein bisschen anders aus als bei den bisherigen Tablets von Acer. Ist so braun, erinnert ein bisschen an die neuen Verpackungen von Samsung. Aber gut, packen wir es aus. Mal schauen, welche Seite. Hier haben wir es. Das ist so eine Quick-Anleitung. Legen wir aber zur Seite. Dann haben wir hier das Acer Iconia A1. Das legen wir aber auch kurz zur Seite. Denn wir wollen uns anschauen, was sich hier noch in der Box verbirgt. Das ist einmal der Adapter für deutsche Netzteile und hier haben wir dann das Netzteil selbst. Dann ein ausführliches Handbuch sowie eine Garantiebescheinigung und natürlich noch ein USB 2.0 zu Micro-USB-Anschluss. Damit könnt ihr das Tablet mit eurem Computer synchronisieren oder aber das Kabel hier kommt auch an das Netzteil ran. Gut, das ist die Verpackung des Acer Iconia A1. Viel mehr interessiert uns aber natürlich das Tablet selbst, das wir hier haben. Wie gesagt, ist 7,9 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1024x768 Pixel, ist ein IPS-Display und das Display bei der Auflösung ähnelt natürlich sehr dem iPad Mini. Wir haben hier oben außerdem eine Webcam, dann hier weiter unten einen Micro-USB-Anschluss und natürlich den Ein- und Ausgang fürs Audio. Hier in der Seite dann weiter nichts, den Power-Button da oben und hier so eine Wippe für die Lautstärke, Micro-SD-Karten-Slot natürlich und daneben das Mikrofon und dann auch ein HDMI-Ausgang, falls ihr das Acer Iconia A1 an einen Fernseher anschließen wollt, denn es ist durchaus möglich, auf diesem Tablet Videos in Full HD abzuspielen. Bei der Display-Auflösung macht das auf dem Tablet selbst nicht so viel Sinn. Wenn ihr es auf einen Fernseher ausgibt, dann aber schon. Hinten haben wir noch eine 5-Megapixel-Kamera und ein nettes weißes Gehäuse, natürlich aus Plastik. Aber die Verarbeitung vom Acer Iconia A1 ist deutlich besser, wirklich deutlich besser als beim Vorgänger, dem Acer Iconia B1. Das ist jetzt natürlich 7 Zoll groß. Es wird aber auch eine überarbeitete Version in diesem Design erscheinen. So in einem Monat etwa, denke ich. Und ja, der Nachteil hier war vor allem die Rückseite und der wenige Arbeitsspeicher. Hier sind alles voller Kratzer. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video sehen könnt, aber es ist voll gekratzt. War nicht so gut verarbeitet. Das Acer Iconia 1, soweit ich bisher sehen konnte, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser verarbeitet und hat auch deutlich bessere Hardware. Wir haben hier drin nämlich einen 1,2 GHz Quad-Core Prozessor von MediaTek sowie 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Flash-Speicher. Wie gesagt, kostet 189 Euro. In den USA wird auch ein Modell mit 8 GB Speicher für 169 US-Dollar erscheinen. Diese Version wurde für Deutschland bisher allerdings nicht angekündigt. Und ich bezweifle, dass das günstigere Modell dann auch hier auf den Markt kommt. Was aber kommen wird, ist eine 3G-Variante, die dann, ich meine, 239 Euro kosten soll und irgendwann im Juni bei uns in den Läden stehen wird. Gut, so viel zur Hardware des Acer Iconia A1. Schalten wir das Tablet mal an. So, da bin ich wieder. Ich habe das Acer Iconia A1 jetzt eingeschaltet und mit dem WLAN sowie meinem Google-Konto verbunden. Und außerdem hier unten ein Netzteil reingesteckt, das ein bisschen wackelig ist, liegt nicht am Tablet, sondern am Netzteil, denn der Akku war ganz leer hierbei. Normalerweise ist immer ein bisschen was drauf, das war jetzt hier nicht der Fall, aber das soll uns nicht weiter stören. Was die Software hier belangt, die wir uns jetzt ja schnell anschauen wollen, hier ist Android 4.2.2 Jelly Bean drauf, also die neueste Version von Android, die gerade verfügbar ist. Das ist gut. Und sonst hat Acer an der Oberfläche selbst nicht eigentlich so gut wie gar nichts verändert. Wir haben hier nur ein paar Widgets. Hier die Uhr, das Uhr-Widget und das Wetter-Widget hier nochmal. Und sonst wurde an der Oberfläche nichts verändert. Ist so wie ganz normales Android Jelly Bean. Außerdem sind natürlich ein paar Apps vorinstalliert wie TuneIn Radio, Akkuwetter, die Acer Cloud, Zeno, 7 Digital, keine großartig weltbewegenden Apps, die man jetzt unbedingt braucht. McAfee Security ist ja noch drauf. Ja, im Play Store solltet ihr euch eh eure eigenen Apps runterladen.
also hauptsächlich die Google Apps und ein paar eigene von Acer, aber wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Wir wollen einfach mal den Browser hier starten, Google Chrome, und dann gehen wir nur mal zum Testen auf tabletblog.de. Das müssten wir hier schon haben. Das sollte relativ flott laden und beim Scrollen und so weiter dürfte es auch keine Probleme geben und das gibt es auch nicht. Läuft alles flüssig. Testen wir mal schnell den Accelerometer. Ja, geht auch. Das spiegelt hier jetzt natürlich, ich habe die Displayhelligkeit gerade ganz runter, damit ihr auch außerhalb des Tablets hier so ein bisschen was seht und nicht alles dunkel ist. Aber ich kann die mal hochschrauben. Gerade scheint keine Sonne draußen, aber spätestens morgen, wenn das Wetter denn mitspielt, werde ich überprüfen, ob man auf dem Acer Iconia A1 auch draußen lesen kann. Soweit ich bisher sehen kann, ist es nicht ganz so hell wie das iPad Mini, aber auf jeden Fall in Ordnung für so ein Gerät. Ja, das war ein schnelles Hands-on und Unboxing vom Acer Iconia A1. Schaut auf jeden Fall bei dem YouTube-Kanal hier und natürlich auf tabletblog.de für einen ausführlicheren Test vorbei und vor allem auch unsere Vergleiche, denn ob es sich vielleicht nicht doch lohnt, eher zum Nexus 7 zu greifen, das nur 10 Euro mehr kostet, werden wir dann sehen. Das ist ein 7,9 Zoll, ja nur etwas breiter als das Nexus 7. Gut, ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.